Hey yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Ja, das war's auch schon. Kürzeste Intro überhaupt. Upsi. So. Ja, ich trau mich das noch nicht mit OBS, deswegen switche ich immer raus und rein. Und hoffe, dass die Aufnahme dann so funktioniert. Wenn nicht, habe ich ein Riesenproblem. Wenn nicht, dann muss ich alles nochmal aufnehmen, aber das geht nicht mehr wegen Dings und dann... Dann würde ich quasi einfach sagen, gut, screw it, ich starte ein neues Spiel. Also, neues Let's Play hier mit Sins of a Solar Empire. Hier ist der kinetische Verstärker. Okay. Also. Dann machen wir jetzt, zeig mir mal... Forschung abgeschlossen. Was haben wir denn geforscht? Phasenraumüberwachung. Ah ja, das war hier bei Phasenmeisterung. Jetzt können wir ganz viel forschen. Yay! Phasentunnelung. Gibt die Struktur zwischen... allen Planeten, als würden sie eine Phase... Wow, 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 das ist instant. Wow, das... Wow, ist das gut. Schiffe, die durch Phasenlinien bewegen, die von Phasen erstellt wurden, reisen mit höherer Geschwindigkeit. Phasenstabilisatoren. Ich weiß nicht... Gravitationstoleranz. Phasen... muss ich das Ding bauen? Handelsposten. Große Werft. Hangarverteidigung, Kanone, Titanengießerei, Phasenstabilisator. Ah, ich muss also... wenn ich das machen will, muss ich die bauen. Okay, das heißt, ich müsste hier... Für die Ehre des aber Empire. Die brauchen nur taktische Plätze, davon habe ich noch genug. Okay, dann bauen wir jetzt überall die taktischen Plätze aus. Halt! Handelsposten. Oh, das wird wichtig. Oh, das wird teuer. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich nicht, aber... Jetzt guck mal erstmal. Jetzt bauen wir überall erstmal die taktische Kapazität. Gibt es da einen Hotkey? Ich kenne genügend Credits. Okay. Oh. Oh Gott, das ist teuer. Schaffe ich nicht alles auf einmal? Was soll's? So, wird hier noch gebaut? Ja, ein Ding wird noch gebaut. Ein Aggressor, Kandrak-Aggressor, und dann war's das. Wieso müssen wir warten? Ja, das, wenn ich wüsste. Wieso haust du ab? Wo willst du hin? Rakete feuerbereit. Niemand verbirgt sich vor mir. Zeig den Weg. Ich würde gerne mal wissen, wie das hier ausschaut. So schnell ich kann. So, das haben wir jetzt. Der Titan ist hier. Und dann greifen wir an. Wir fliegen jetzt hier hin. Wir springen zu diesem Planeten. Zu diesem kleinen Eisplaneten. Und den nehmen wir. Warte, warte, warte. Der hat mehr Asteroiden. Zwar nur Metall, Kristall. Ne, Metall. Oh, der hat hier drei Kristalle. Okay, dann greifen wir doch da oben an. Und der Besetzer? Ich tue, was ich tun muss, wie Sie befehlen. Wir müssen uns beeilen. So, der Besetzer. Autosave, okay. Ich tue, was ich tun muss. Der springt jetzt... Ach, der springt einfach hier. Ich tue, was ich tun muss. So. Also wir greifen da jetzt an. Da kenne ich nichts. Die haben Pech gehabt. Weil ich möchte ja anschließend ein richtiges... Spiel starten. Also das hier ist jetzt nur so zum Kennenlernen und mal zum Reinschnuppern. Das mache ich noch fertig, weil ich es nicht gern habe, so halbe Dinge irgendwie. Aber danach gibt's ein großes, vielleicht mit 6 Spielern oder 8 oder keine Ahnung, so richtig, wo man schön lange zappen kann. So. Nicht zu weit rein zu. So, die springen natürlich nur zusammen, habe ich ja gesagt. Reaktoren sind bereit. Sollten sie dann aber auch machen. Nähern uns an. Bereit loszulegen. Nähern uns an. Aha, der kommt um den Titan nicht rum. Wer auch immer in diesem Schiff ist als Pilot, hat voll verkackt. Was ist das denn? Ach, das ist ein Jagdgeschwader. Ach, cool. Wir hungern. Ja. So cool finde ich den Titan jetzt nicht. Ihr solltet eigentlich alles springen. Reaktoren sind bereit. Was geht jetzt ab? Hallo? Bereit loszulegen. Unsere Schiffe haben den Phasenraum verlassen. Wie wär's mal, wenn ihr jetzt alle springt? Reaktoren sind bereit. Ich will nämlich nicht, dass mein Schiff hier alleine ist. Ich erwarte nur den Befehl.
Ich meine, hier ist jetzt nichts und keiner, aber das war schon mal irgendwie blöd. Bereit loszulegen. Was sollen wir bauen? Der Besetzer schafft's halt vor der ganzen Flotte. Jetzt kommt schon. Planetenentwicklung abgeschlossen. Bereit loszulegen. Na gut, der greift halt jetzt hier an. Reaktoren sind bereit. Springt ihr endlich, kommt schon, bitte. Startet den Phasenantrieb. Jetzt geht's los. Was sollen wir bauen? So, jetzt sind wir da. Boom. Wir müssen uns beeilen. Der springt automatisch näher zum Gegner. Wow. Das ist wie Instant Blink für Protoss. Wie fies. So, dieser Missionar, was auch immer der macht, der kriegt gerade übelst kaputt. Ja, der kriegt. Der hat Laserschaden, also er kann sich wehren, aber gegen meine Kriegsschiffe hat der keine Chance hier. Tempel der Feindseligkeit. Ah ja, den zerstören wir auch noch. So, da schießen wir ihn hier alles kaputt. Wieso müssen wir warten? So, und der bombardiert hier. Reaktoren sind bereit. So, und bei dem Planetenbombardement passiert folgendes, die strukturelle Integrität geht runter und sobald die auf Null sinkt, ist der Planet zerstört, also gesäubert, sage ich mal. Ihr Plan? Und dann kann ich den einnehmen, das werde ich auch machen. Und wir forschen noch ein bisschen weiter bei der Kriegsführung. Einfach ein bisschen mehr Schaden machen. Maximale Schildpunkte ist auch eine super Sache. Die machen wir auch hoch. Yep. Reaktoren sind bereit. So. Wie schießt der Titan? Aha. Der macht so Lasershow-Dingsbums. Wieso müssen wir warten? Was hat der denn? Phasenraketen, Schwingungsschaden, Kultur, Ablehnungsrate. Aha. Also irgendwas explodiert hier und ihr seht schon, die Integrität geht runter. Auch hier wird mit einem Strahl ordentlich draufgeschossen auf den Planeten. Ja, und sobald die weg ist, die Bevölkerung stirbt nämlich auch. Die wird hier ausgerottet. Irgendwas ist gerade passiert. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Level up. Überladung. Okay, das machen wir doch. So, Tempel der Feindseligkeit wird auch vernichtet. Der kann sich auch gar nicht wehren, hat minus 2 Panzerung, da habe ich wohl irgendeine Fähigkeit drauf getan. Den Planeten können wir uns nehmen. So, und jetzt macht sich mein Besetzer auf. Und das Ding gehört mir. Nicht genügend Credits. Nice. Reaktoren so, gesäubert gehört mir. Ich glaube, ich gehe gleich zum nächsten Planeten über und hau da alles weg. Aber erst zerstören wir hier noch den Tempel und diesen Sucher. Und dann wollte ich mal gucken, weil ich habe halt jetzt tatsächlich keine Händler gebaut, ne? Hier ist ein Handelsposten, ja, das ist nice. Wo ist der denn überhaupt? Genau. Ich glaube, mehr Handelsposten bringen auch mehr Geld, aber ich bin mir da nicht sicher. Oder was machen die Handelsposten? Ich weiß es nicht. Planetenentwicklung abgeschlossen. Finanzeinkommen durch den Handelsverkehr, genau. Ah ja, wenn ich hier raufgehe. Steuereinkommen. Ah nee, nicht Steuern, hier unten. Handelseinkommen, 2,1 pro Sekunde durch Handel mit hier, ja, genau. So. Das heißt, wir bauen hier noch einen Handelsposten hin. Also auf jedem Planeten, wo ich jetzt kann, baue ich jetzt noch einen Handelsposten. Und dann sehen wir gleich mal, sobald die alle gebaut sind. Sind halt sauteuer, ne? Aber dann gucken wir mal hier. Was können wir da abreißen? Das Imperiallabor. Ausbau des Planeten erforderlich. Materie. Ne, den brauche ich. Ist denn das Ding? So. Das Labor fliegt weg. Ich mache da jetzt einfach mal Platz. So. Planetenentwicklung abgeschlossen. Hier geht nichts. Dann machen wir hier auch mal Platz. Ich meine, die Labore kann ich auf andere Planeten verteilen. Das geht schon. Aber ich brauche auf jeden Fall
Auf jeden Fall Bauwerk komplett. Will ich Handelsposten haben. Bauwerk komplett. Die sind einfach zu gut mit dem Geld. So. Bereit, auf zum nächsten Planeten. Hier können wir auch noch einen Handelsposten bauen. Handelsposten, dann brauchen wir noch ein Medienzentrum. Und wir brauchen noch Materieprozessor. Nicht genügend Credits. Und hier gibt's die Kristalle. Nicht genügend Credits. Ja, gib her hier. So. Hat der 3 oder 4? 3? Okay. Und weiter fliegen wir. Bauwerk komplett. Wie Sie befehlen. Ich erwarte nur den Befehl. Wir hungern. Ja, ihr hungert's immer. Forschung abgeschlossen. Nee. Wieso müssen wir warten? Ich wünschte, ich könnte... Ah, mit Steuerung kann ich zurück. Vorbereitungen zum Aufbruch laufen. Gut, die machen das jetzt. Und dann schauen wir mal, schaut's mal. Jetzt haben wir schon ein Einkommen von 5,7 und das steigt sogar noch höher, weil jetzt Handelsrouten gebildet werden. Großkampfschiff Steuereinkommen, sogar die Großkampfschiffe machen mir Geld. Durch irgendeine Forschung, die ich mal gemacht habe. Ich glaube, das war das mit diesem zivilen irgendwas, blablups. Wo waren das? War das hier? Das war nicht die Sklavenagei. Nein. Wo waren das? War das hier das? Wertvolle Waren? Nee. Unbezahlbare Waren? Nee. Irgendwas habe ich irgendwo mal geforscht, aber ich weiß nicht mehr was. Sprungsequenz begonnen. Keine Ahnung. Mobile Herrschaft. Macht Schiffslabore, Integrationsimperium, Abtragung bis zum Kern. Der Planet wird zum toten Asteroiden. Wow. Okay. Das will ich aber noch ausprobieren. Das klingt unglaublich cool. Aber ich brauche mehr Imperiallabore. Unsere Schiffe haben den Phasenraum verlassen. So, also Imperiallabor. Ah, hier gehen noch so einige hin. Perfekt. Da, Wüstenplaneten. Die sind super. Bauwerk komplett. Na, vielleicht reicht es schon. Na, obwohl, ist egal. Reaktoren sind so, was haben wir jetzt hier? Hier können wir auch noch kämpfen, den Zwergplaneten einnehmen. Wieso müssen der hält auch nicht lang durch, das ist... Aufklärer hier hat er eine kleine Wehr. Piratenüberfall bevorsteht. Ja, aber nicht auf mich. Also auf Stufe Normal hat man da ganz gut Glück. Ich dachte, er wäre tot. Der hat zwar aufgegeben, aber hat noch was. Aber ich will das mit dem toten Planeten ausprobieren. Das reizt mich jetzt wirklich. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich hoffe, das wird als nächstes erforscht, sobald der... Abgeschlossen. Ja, genau. 1%, 2%. Unsere Flotte hat den Feind angegriffen. Ja, ihr seid mitgebracht. Das Kopfgeld gegen unser Empire hat sich erhöht. Da biete ich Paroli. Die Piraten sollen schön hier angreifen. Da ist irgendwas fett explodiert. Boom. Gerade Boom des Todes. So, der Kristallextraktor ist weg. Der macht das nicht lange. Und der Zwergplanet hier ist jetzt auch ziemlich kaputt. Den Planeten können wir uns nehmen. Bauwerk komplett. So. Bauwerk komplett. Dann die Schiffslabore. Nicht genügend Kristalle. Dann kauf mal Kristalle. Nicht genügend Credits. Ach komm schon. Die Piraten haben ihre Basis verlassen. So, die greifen jetzt an, wo auch immer. Interessiert nicht. Bauwerk komplett. Ich weiß nur noch nicht, wie das funktioniert. Erlaubt die Aufzehrung eines Planeten beim Verlassen. Dadurch wird er aller Bodenschätz beraubt, den großen Betrag und Credits mitteilen. Ich weiß nicht, wie Bauwerk genau das funktioniert. Komplett. Planetenabschluss komplett. Ob das bei gegnerischen Planeten oder meinen ist, aber das sehe ich dann. Ne? So, das wird auch geforscht. Kann ich parallel an mehreren Zeugs forschen? Nee. Forsch mal da unten, das ist mir jetzt viel wichtiger. Weil das will ich jetzt wirklich forschen. Credits. So. Bauwerk komplett. Credits, das da. Naja. Bauwerk komplett. So vielleicht. Und dann haben wir jetzt gleich alle Ressourcen, die benötigt sind, um die unbezahlbaren Waren zu machen.
Also ihr seht schon, das Spiel ist mächtig. Man hat so viele Möglichkeiten zum Forschen. Unglaublich. So viel zum Entwickeln, zum Bauen. Man kann sich auf Handel stürzen, auf Ressourcen, auf Loyalität, auf Credits, auf Macht. Man kann mit Piraten agieren, man kann auf in der Diplomatie später hier Bündnisse, Aufträge verwalten, Geld geben, Forderungen stellen. Das ist halt abartig, ne? Menschen? Rebell. Naja, wie auch immer. Das gehört mir. So, das bauen wir. Reaktoren sind bereit. Beim Verlassen. Ich wüsste halt gern, wie das genau funktioniert. Ah, was ist denn dieses? Kristallextraktionsrate ist auch. Meteoritenhäufigkeit Forschung haben wir. Forschung abgeschlossen. Ah ja. Nicht genügend Credits. Okay, der hat Meteoritenhäufigkeit. Kreska. Hey! Er darf mich nicht angreifen. Was machen die denn? Die Piraten nähern sich einem unserer Planeten. Greift er wirklich mich an? Nee, der greift die da an. Ah ja, gut, der findet keinen anderen Weg, oder? Also, gut, der hätte auch über die Sonne fliegen können. Nö, stattdessen lieber über meinen Planeten. Ist dem voll egal. Gauner-Piraten. Oh ja, die Flotte hat was. Strolch. Hat der auch große Kampfschiffe dabei? Piraten nähern sich einem unserer Planeten. Ja, hier kommen so einige. Kaperschiff. Die Piraten haben coole Schiffe. Kommen noch ein paar Sensenmänner dazu. Ah ja. Bereite loszulegen. Wundertoll. So, erdähnlicher Planet. Den holen wir uns dann gleich. Aber erst will ich diese Forschung noch fertig haben. Hm. Wo ist sie? Das da. Deswegen mache ich jetzt hier auch ein bisschen schneller. Ich will das jetzt nämlich noch wissen. Abgeschlossen. So. Forschung abgeschlossen. Planetenentwicklung abgeschlossen. Also ich will das jetzt wirklich noch herausfinden, was da passiert. Die Suche auf dem Planeten hat nichts ergeben. Gar nichts. Ah, schade. So, dann können wir noch ein paar. Die Suche auf dem Planeten das da hat bauen, nichts ergeben. Das da bauen. Das da bauen. Das war's dann wahrscheinlich. Mehr geht nicht, ja. Vielleicht dann kein Waffenlabor. Mach mal lieber ein bisschen Kultur. Die Beute ist vollständig aufgebraucht. Bauwerk komplett. So, könnt ihr da weiter angreifen, ist mir doch wurscht. Die Credits habe ich, das Geld habe ich auch. Ich will das jetzt wirklich nur mit Bauwerk der Forschung wissen. Komplett. Verbessert Großkampfschiffe alle. Alle Abtragung bis zum Kern. Ich frage mich halt, ob das bloß bei verbündetem Zeugs geht, also bei meinem Planeten oder auch bei. Weil beim Verlassen, das. Beim Verlassen. Feindliche Flotte entdeckt. Wo? Piraten nähern sich einem unserer Planeten. Die dürfen mich nicht angreifen. Wollen sie auch gar nicht. Hoffe ich mal. Naja. Ne, die hauen wieder ab. Die springen ins Wurmloch. Da dürfen sie auch hin. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt, wie das funktioniert. Piraten nähern sich einem unserer Planeten. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. So. 64% dauert noch. Die Piraten haben ihre Basis verlassen. Ja, dürfen sie. Sollen sie. So. Ich weiß halt nicht, ob es da eine Bonus-Mission-Aktion gibt. Option, wie auch immer. Was war das? Unsere Kultur hat unseren Feind auf Helenos. Abgeschlossen. Helenos. Wo ist Helenos? Wo ist Helenos? Hä? Unsere Kultur hat unseren Feind auf Helenos neutralisiert. Ah, hier! Das gehört ihm nicht mehr. Der Planet ist weg. Das ist das Ding mit Kultur. Da ist die Kultur auf Null gesunken. Pech gehabt, Planet ist weg. Rückbau. Bereite loszulegen. So. Feindliche Flotte entdeckt. Was sollen wir bauen? Und wie geht das jetzt? Abtragung bis zum Kern.
Das sieht mich halt mal wirklich interessieren. Also ich habe keinen neuen Button gesehen bisher. Titangießerei, ja, Phasensprung-Zeugs, ja, kann man auch bauen, ne? Bauen wir hier einen Phasensprung-Dingsbums hin. Und einfach weil es cool ist, könnten wir hier auch eins bauen. Piraten nähern sich einem unserer Planeten. Sobald wir die taktischen Plätze haben, können wir das bauen. Aber so insgesamt weiß ne, beim Verlassen. Beim Verlassen von was? Erlaubt die Aufzehrung des Planeten beim Verlassen. Dadurch wird der aller Bodenschutz beraubt. Startet den Phasenantrieb! Muss ich mal googeln, weiß ich jetzt nicht. Unsere Schiffe haben den Phasenraum verlassen. Regattenfabrik benötigt. Ah. Reaktoren sind bereit. Na gut, dann nehmen wir jetzt noch den Planeten ein, den Hauptplaneten, und dann müssten wir das auch Bauwerk gewonnen haben. Komplett. Da tut sich jetzt nicht mehr viel. Alles explodiert, alles wird vernichtet. Viele Schiffe hat er nicht. Und sobald der Hauptplanet weg ist, war es das. Forschung abgeschlossen. So, und Geld bringt es jetzt auch gut hier. So, fertig. Auf Wiedersehen. Alles klar. Gut, damit beende ich jetzt hier die Aufnahme und alles. Und das nächste Mal starte ich da einen richtig großen Feldzug. Ich google noch so ein bisschen Zeugs zusammen, damit ich weiß, was kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.